Bullseye. Wegen. Ich musste das Decoding der Recording-Ding umstellen, weil der wollte das nicht über die Grafikkarte machen. Irgendwie, weiß ich nicht. So, das hat danach nochmal gespeichert. Ja gut, dass das, dass wir nochmal rein sind, ne? Dementsprechend rein der ja alle Abfahrt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel, ob das zu laut ist, wie viel das zu laut ist und so weiter. Müssen wir mal gucken. Aber das hat sich wieder. Das ist natürlich. Das hat alles Audio-Mixer-mäßig und so alles auf Default gesetzt, ne? Das ist ein bisschen. Asi. So, wir haben den Keiler. Okay, wir müssen warten, bis Kratos Junge sagt, ne? Hey, Junge, warte. Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein. Das könnte ein Ticken lassen. Ich habe euch hier im Wald noch nie gesehen. Sie muss dich vermissen, so weit weg von zu Hause. Sie ist tot. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Das war ihr letzter Wunsch. Junge. Das. Laut? Laut. Tut mir wirklich leid. Sorry, wenn ich jetzt durchs Gras laufe, tut's mir leid, Frau Waldfrau. Ich musste Sachen nebenbei machen. Minus 5, ich habe jetzt minus. Weiß ich nicht. Ist tatsächlich nicht fix irgendwie. Das ändert sich. Egal. Nicht minus darin. 10 gemacht. Darunter. Oha! Hey, da. Billy! Was schaust du so denn? Ist schon gut. Das ist eine Schildkröte, Digga. Oder sowas. Eine Baumkröte. Jetzt könnte soundmäßig okay sein. Oh, noch so ein Hirsch. Oh. Ist der nett? Junge. Das. Es droht keine Gefahr. Versprochen. Das ist nicht so ein Hirsch, wie wir getötet haben. Nee, nee. Mm-mm. Nope. Nope. Mm-mm. Er ist harmlos. Kann ich nicht sprinten mit dem Ding? Können wir mal die Runen lesen? Da waren Runen. Junge, lies. Lies, Junge. Bisschen creepy, das Ding. Ein bisschen creepy. Wie, das Ding hat Warzen oder so. Tschüss. Beruhig dich. Also genau vor der Tür denkt er sich, jetzt aber schnell. Halt ihn ruhig. Ich weiß nicht, ob der in der Verfassung ist, noch nicht ruhig zu sein gerade. Bist du allein? Es ist besser so. Ja, mein Vater mag Leute auch nicht. Junge. Aber stimmt doch. Junge. Halt ihn ruhig, er verletzt sich selbst. Gut. Komm, erstmal ein Wodka. Ruh dich aus. Ich brauche zwei Dinge. Frische Rotwurzel wächst hinter dem Haus. Bringst du mir ein Büschel davon? Will dem vielleicht erklären, wie das aussieht? Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Er weiß nichts, oder? Von deiner wahren Natur. Oder seiner eigenen. Das geht dich nichts an. Weib. Die Götter dieser Welt Weib und sind Außenseiter Junge. Nicht wohlgesonnen. Glaub mir, ich weiß es. Wenn sie euch finden, was sie werden, wird es sehr schwierig. Der Junge wird Fragen stellen. Das ist dann mein Problem. Was auch immer du verbirgst, du kannst ihn nicht ewig beschützen. Aber du hast recht. Geht mich nichts an. Ich brauche auch Gartenschaumkraut. Eine weiße Blume in meinem Garten. Eine Handvoll. Eine Handvoll Blume? Was ist denn eine Handvoll Blume? Was sind das für Mengenangaben? Egal. Gartenschaumkraut. Aber wohl das Minecraft-Haus, Digga. Sind wir da vorne raus? Oder vorne raus? Hat diese Sachen versteckt? Ich weiß es nicht. Da kommen doch Gegners, oder? Also wenn ich jetzt Control habe, ne?
Ja, also Friedland, wir müssen jetzt erstmal Sachen erkunden, ne? Das mit dem Schaumkraut auch ein bisschen. Hier sind Fische. Kann ich angeln? Warte mal, kann ich angeln? Wo ist meine Axt? Ich kann hier nicht mal zuschlagen, Digga. Was ist denn das hier? Schmutz? Okay, wo ist der Garten? Garten, Garten. Garten. Das hier ist ein Garten, das sind weiße Blumen. Ha! Das ist doch Gartenschaumkraut, da sehe ich davon, da sehe ich von 1000 Kilometern. Ist das eine Handvoll? Das ist eine Handvoll. Hier ist ein Waterfall. Okay. Hier könnte Otto überleben. Bin ich mir sicher. Hui, hui. Boah, boah. Thrifty. Let's go. Hat die hier noch ein Haus? Nee. Ach, das ist das Bein. Ach ja, das Haus ist ja die Schildkröte. Nevermind. Aha. Hey, mein unfähiger Junge sucht immer noch. Ich habe das Zeug schon gefunden. Schaumkraut, gut. Hast du auch die Rotwurzel? Hä? Woher denn? Such danach. Wie soll das der Junge suchen, Digga? Vielleicht könnte er Hilfe brauchen. Bitte, ohne die beiden Zutaten ist dieselbe nutzlos. Ja, dann schick doch gleich mich. Wie sieht das denn aus? Hä? Rotwurzel. Okay. Okay. Na klar. Hätte es nicht gleich sagen können, ne? No? Nee, nee. So. Hinterm Haus. Direkt hinter der Schildkröte. Kommst du zurecht, Digga? Hallo? Oh, du unfähiges Pack. Hilft das hier? Wann habe ich... Bei der Jagd auf das Tier. Was ist los mit mir? Ja, das frage ich mich auch, Digga. Wenn ich es verloren hätte... Du hast es verloren. Da hat er recht. Ich werde ab jetzt besser aufpassen. Kurzer Gerald-Moment. Zur Hexe. Da steht literally, dass das eine Hexe ist. Schwierig, schwierig. Komm, Junge. Junge, komm. Junge, lauf. Beruhig dich doch. Mach dich hier normal auf. Meine Güte. Ja, gib mir das, damit ich ihr das geben kann. Achso. Das ist die Blume. Ja, vor allem, wir pflücken so einen Strauß und der hat es ihm 3 Blüten gegeben oder so. Wird er überleben? Na klar. Ja. Na klar, Dinger. Dann gehen wir. Halt. Ich will euch danken. Jetzt wird's weird. Ihr wollt eure Ruhe? Dieses Zeichen verbirgt euch vor denen, die eure Reise stören könnten. Nackenschelle. Wahrscheinlich ist das jetzt einfach nur die Zielscheibe, Digga. So, guck mal, hier ist er. So ein GPS-Tag. Hast du den Teller erstmal abgewischt? Lena. Was für Lena? Wagner, oder was? Hey, Millie. Es gibt eine Abkürzung unter dem Haus. Na klar. Sicher aus was ist denn mit den Wohnen, die wir oben übersehen haben, Digga? Geht den Weg nach unten und dann auf das Licht zu. Na klar. Tschüss, natürlich hast du das. Sehen wir dich wieder? Nee, hoffentlich nicht. Was? So oft oder selten, wie ihr wollt. Und jetzt fort mit euch. Komm, Junge. Los, Junge. Junge. Sehr dunkel heute, wa? Ah, der Hexengruppe ist natürlich... Oh, wir haben die Assassin's Creed Mode freigeschalten. Moment. Und nehmt den hier. Er dient euch in der Welt zur Orientierung und Navigation. Ja. Komm. Und wird euch immer zu euren Zielen führen. Ja. Der Weg zum Boot. Okay, hier ist nichts. Hier ist ein O. Oh nein, wir müssen das O finden. Ja. Haha, ich weiß, dass das auch so nice ist. Ich sehe ein Boot. Ich kann ein Boot. Anna. Oh. Was? Oh, tschü. Ja, dann schieß du. Lass mich los, du Mist! Ich los! Sag mir dann!
Neue Tötungsauftrag. Yeah, wir müssen Augen töten. Der Gregor geschossen, Digga. Was macht Velkos eigentlich hier? Tschüss. Was ist denn das hier? Dann schieß doch. Schieß einfach, wenn du so weit bist. Bam. So, easy. Mutter hat mir von ihnen erzählt. Natürlich hat sie das. Nicht, dass es sie wirklich gibt. Das denkst du bei keinem von den Viechern. Gut, wir lesen. Wir lesen, Mädels. Ein Nachtmahr. Und durchatmen. Mutter hat mir immer vom Nachtmahren erzählt, bis ich, nun ja, selber welche hatte. Es war mir peinlich, aber sie sagte mir, dass es ebenso zum Leben gehörte und dass es manchmal Schönheit im Schrecken gäbe. Sie sahen allem immer das Gute, selbst in diesen kleinen, unheimlichen, schwebenden Augenmonstern. Sie sind nach einem alten Wesen, dem Mar, benannt, das sich einem während des Schlafs auf die Brust setzt und an der Furcht labt. Okay, das klingt creepy. Die Waldhexe. Wir trafen im Wald eine Hexe, die der alten Magie mächtig ist. Es hat sich herausgestellt, dass der magische Keiler ihr Freund ist. Sie war zuerst wütend, weil ich auf ihn geschossen habe, aber wir konnten sein Leben retten. Sie lebt unter einer riesigen Schildkröte. Auch eine Freundin von ihr. Ach, das war eine weibliche Schildkröte, tut mir leid. Und scheint sehr nett zu sein. Ja, eine sehr, sehr nette Schildkröte. Brenner Daudi, der zweite Troll, der uns begegnet ist. Wir wussten nicht, dass sie so nah an unserem Haus sind. Vorher haben sie uns nie gestört. Aber wir sie wohl auch nicht. Mutter sagte, wenn ich jemals einem Troll begegne, soll ich wegrennen. Vater hat dir das wohl nicht gesagt. Das ist wohl true. Das ist wohl true. So, jetzt, wie gesagt, wir haben einen neuen Tötungsauftrag mit den Maren irgendwo hier. Da sind die Tötungsaufträge wahrscheinlich, ne? Mehr als nur Mythen, Jötnerscheine finden. Tötung hier. Theoretisch, Nachbarwache, 15. Oha, schü. Ja, mal Krone, was geht. So, dann sagen wir mal. Ich muss ein bisschen in den Schultern greifen. Hier ist Licht und hier ist ein Dingsy. Let's go. Ah, das ist noch so ein Maskengesicht. Ich dachte, das ist noch so ein Maskengesicht. Gesicht der Furcht, oder wie das hieß? Was ist das für ein Kanister, Digga? Tschüss. Bisschen Geschenke zusammenbauen. Ist schon wieder Weihnacht. Wenn das passt. Habe ich Geburtstag? Oh, ich bin voll im Lego-Modus. Ich habe schon gespammt. Drücken oder ziehen? Wo ist sie denn hin? Ach, zur Seite. Was soll noch einer sagen? Nee, ist... Hä? Digga, ich habe doch gerade gesagt, doch, ist schwer oder nicht? Hört der Junge auch zu? Hacksilber, pass auf, Hacksilber. Au, nein, wenigstens so ein Schalbumsi. Da können wir dann zu Brock. Brocky, dem Brock Schmied. So, ist hier unten noch irgendwas? Nee, kommen wir da irgendwo hoch? Theoretisch, maybe. Da ist so ein bisschen ein Zeichen, ne? Können wir das da ranschieben? Sollen wir das da ranschieben? Wann können wir das denn schieben? Vielleicht so? Ah, so wär's, oder? So wär's, ja. Ja, ist das jetzt das Meme? Das sagt ihr über Stahl ist? Oh, das ist ein Floß. Das ist ein ziemlich schweres Floß. Ein Floß mit Steinen drauf? Das wäre ein sehr, sehr schweres Floß. Achso, das ist... Berühre nicht das Wasser. Warum? Weißt du, was unter der Oberfläche ist? Nein. Es ist Kohlrabenschwarz. Dann berühre nicht das Wasser. Ja, aber ich muss das zu der Kiste. Okay, warte, ich muss mal gucken. Geht's da oben weiter? Also, jetzt ist wieder typisch, ne? Geht's hier weiter oder geht's da vorne weiter? Hier könnte es auch weitergehen. Moment, das ist eine Kiste. Wir gehen erst zu der Kiste. Aber da links geht's auch weiter. Bin verwirrt. Hacksilber, komm. Talisman der konzentrierten Vitalität. Hier wird ein Gesundheitsschub. Oh. Ach, das ist so ein Dingsi. So ein Dingsi-Bumsi.
Gotcha, so ein Dingsi. Das ist ein Boot. Nee. Okay, dann gehen wir erst zu dem anderen Ding. Atreus, hier. Boot geht safe weiter, oder? Hat er gerade seinen Namen gesagt? Was ist denn jetzt los? Komm, das verrätest du ja. Du bist ja clever. Ja, da geht's weiter. Siehst du? Wusste ich doch. Also irgendwas ist hier, ne? Safe. Okay, wir machen jetzt erstmal, ne? Wir fangen gerade 7 Sachen auf. Wir machen jetzt erstmal, wir gehen das erstmal oben lang. Hui. Und hui. Aha. Das ist jetzt so ein Angstmasken-Ding. Ah, genau, Gesichtermagie. Wo ist das? Okay, das auch nicht. Kann ich da rüber? Anscheinend nicht. I guess, da kommen wir später noch hin. Da war doch auch links was, oder? Ah, wir kriegen noch ein Boot. Wir kriegen noch ein Boot. Da müssen wir nur mit dem Boot vorbeischippen, wa? Vermute ich. Ich sage, wir müssen gleich noch mit dem Boot hier vorbeischippen. So, jetzt ist noch die Frage, was ist links hier mit dem Bretti? Und mit dieser LED-Last hier oben. Bewegt sich da was? Das ist auch eine Kiste. Digga, was ist denn hier los? Okay. Kann ich da ran? Das ist gemein, wenn ich Sachen sehe, aber nicht weiß, ob ich anderweitig hinkomme oder ob ich halt jetzt von hier hin muss oder so, ne? Das ist ein bisschen gemein. Das ist ein bisschen gemein. Ist hier oben was? Hier oben ist ein Wasserfall. Wieso ist mein Sound weg? Entschuldigung. Können wir da wieder Sound machen? Okay, das ist weird. Anscheinend muss ich den ab und zu resetten. Nervig. Oh gut. Wenigstens bekomme ich das direkt mit, weil einfach mein Sound auch weg ist. Vielleicht mit Fäusten. Vielleicht macht das wieder so nicht. Überall Kisten. Also ich habe ja gefühlt schon 7 Kisten gesehen. So, ne? Oder du bist auch so ein LED-Streifen. Na gut. Bam. Hier war nix. Nur Sachen zum kaputt machen. Boti, andersrum. Kann ich hier rückwärts fahren? Jetzt kommen wir schnell zu mir. In Richtung Tageslicht. Nee. Ich kann gar nicht glauben, dass ich hier bin und all das tue. Nee, ich glaub, sorry, aber Zeit, nee. Da dachte ich, ich käme nie aus unserem Wald raus. Oder manchmal sogar aus meinem Bett. Deine Krankheit konntest du nicht. Oh, ich weiß. Ich wollte einfach nur sagen, das hier ist toll. Hier raus? Ich vermute, es steht da, wenn wir raus können, oder? I guess. Mal gucken, ob wir hier irgendwo durchkommen. Oder ob wir wirklich später gelandet. Na, anscheinend kommen wir dann irgendwo durch. Okay. Dann fahren wir Richtung Tageslicht. Ja, da ist ein Kreis. Ding ist hier. Die wollen mich doch mobben hier in der. Sag mal, Kratos, du hast ein Paddel. Du kannst es auch fucking andersrum bedienen, ne? Wenn ich nach hinten drücke. I'm just saying. Du könntest auch nach hinten paddeln. Ich muss nicht wenden eigentlich. Oh gut. Okay. Na dann, wir paddeln erstmal. Und finden gleich noch 27 Kisten, die wir irgendwie nehmen können, aber auch irgendwie auch nicht. Wieso vibriert mein Controller wie AD? Aber das ist doch keine was. Ach, wegen dem rechts hier. Ja, maybe. Weiß ich nicht. Aber na. Ja, vielleicht. Mal, vielleicht. I don't know. Treiben ins Meerwasser. Tun wir das?
Riechst du es nicht? Nee, tue ich Wenn nicht. Wenn dieser Geruch das Meer ist, dann stinkt es. Schwierig, Digga. Ein bisschen schwer zu lenken, das Boot. Ein bisschen weird ist die Bootmechanik, bin ich ehrlich. Ah, hier. Das ist Thor. Okay, cool. Was? Genau. Was? Du hast zugehört, wenn Mutter von Göttern sprach. Aber ich selten. Oha. Was ist mit einem, der keine Schmerzen fühlt? Schön, das ist wirklich Thor. Das klingt nach Baldur. Baldur. Ein Asengott, Sohn von Odin und Frigg. Und Odin ist der König. Das stimmt. Warum? Warum nicht, ne? Also ich weiß, dass da das Ding-Icon ist, ne? Aber das ist so weitläufig schon wieder, dass ich gefühlt schon wieder 7 Raben höre. Aha. Was ist das? Ist das eine Mauer? Gebaut aus. Was ist das? Ist schon gut. Oha. Ist das Jörmungand? Boah, wenn das Jörmungand ist, dann finde ich das cool, ne? Seid ihr, wisst es. Jörmungand. Okay, wir fahren zu dem Ding. Ist ja okay. Ist ja okay. Wir fahren ja schon dahin. Bevor ich jetzt dieses ganze Meer umschiffe. Ich glaube, ich sehe, wo wir hin müssen. Jörmungand ist die Weltenschlange. Da hinten in der Mitte des Sees. Also die Schlange, die quasi die Erde umschließt. Die sich selbst in den Schwanz beißt und damit halt quasi den Ozean vom Auslaufen schützt, sag ich mal. Ich kann Runen sehen, auf der Brust. Ja, dann lese sie. Kaum zu erkennen. Sollst lesen, Digga. Jörmungand wollte ich mir holen. Habe ich aber dann nicht, weil ich irgendeinen Fenrir habe. Nee, egal. Opfert eure Waffen der Mitte des Wassers. Nee. Erweckt damit die Wiege der Welt. Also, Waffen ins Wasser werfen? Nee. Ist doch gar kein Problem für dich. Ist mir egal. Am Ende kommt Willst die nicht wieder. Tun? Nee. Mm-mm. Zählt das Paddel als Waffe? Wahrscheinlich würde es tun. Okay. Kommt nicht zurück. Ich hab's noch gesagt. Aber er wollte nicht hören. Das ist Jörmungand, oder? Huch. Let's go. Ich hoffe, wir haben im Surfkurs aufgepasst. Eigentlich muss ich doch gar nicht spielen, oder? Ich so easy. Hab das halbe Spiel schon predicted. Bleib ruhig, Junge. Aber ich möchte die Serum gar nicht töten. Komm, ein Kussi. Was? Aber ich verstehe kein Wort. Den Bass in der Schlange mal ein bisschen runterdrehen, Digga. Das war unglaublich. Hey, da drüben ist ein Schiffswrack. Siehst du? Ja, und da sind 27 Steine und aufgetaucht. Das ist die Torstatue. Nur, dass jetzt mehr davon zu sehen ist. Das Wasser sank, als die Schlange auftauchte. Ja, weil sie doch das Wasser hält. Deshalb gab es den Strand vorher nicht. Da! Und da ist der Berg. Sieh nur, das Gebäude führt vom Bergfuß bis zum goldenen Tempel. Also das wäre jetzt cool. Vielleicht ist das ein Zweier so, ne? Also im Ragnarök. Zum Glück, ne? Aber... Sogar ein Dock. Da, natürlich dann Dock. Was für ein Zufall. Das ist einfach so komplett bereisbar wäre, wie es halt... Die seit wer weiß wann das wie Valhalla war. Sie gehören
gehört zu den Riesen. Ich kann mir vorstellen, dass das hier nicht ganz so umfänglich ist. Ich weiß es natürlich nicht. Etwas übertrieben. Ich weiß nicht. Sah verdammt groß aus. Okay, oha, wir haben Docks. Okay, wir sind hier. Nee, doch. Sind wir da? Nee, da müssen wir hin, ne? Wir sind da. Hier ist ein Dock. Wir sind an einem Dock. Okay. Da sind einige Docks, zu denen wir könnten. Aber wir haben bestimmt coole neue Sachen gelernt, oder? Wo ist denn das? Hier. Ist also bestimmt die Weltenschlange irgendwo, oder? Yes. Freunde, Weltenschlange. Boah, unser neuer Homie. Wir haben die Weltenschlange von Midgard entdeckt, geweckt. Vater dachte, dass sie uns fressen will, aber Mutter sagte immer, dass Jörmungand, mein Bro, eine freundliche Riesin sei. Sie versuchte, mit uns zu sprechen, aber ich konnte sie nicht verstehen. Ich frage mich, ob das die Sprache aller Riesen ist. Momentan scheinen wir sie nicht zu interessieren. Ich möchte mit ihr reden. Ich habe so viele Fragen. Wo kam sie her? Was macht sie den ganzen Tag? Chillen, Digga. Was frisst sie? Vielleicht gibt es einen anderen Weg, mit ihr zu sprechen. Maybe. Okay, ist das hier das Dock? Irgendwo hier war doch das Dock. Hier ist das Dock. Okay, wenn das hier so ein Gesicht ist, na dann kreisen wir zumindest die Docks fix ab. Das ist nicht so ein Gesicht, oder? Das ist Hacksilber. Immer wenn ich denke, das ist nicht nur Hacksilber, dann ist es Hacksilber. Dann kannst du darauf schwören, dass das Hacksilber ist, Digga. Aber Safe Call. Das ist ein Boot. Was ist hier passiert? Schiffbruch. Ja. Ich meine, warum ist das passiert? So, ist das Dock wieder hinten dran? I guess. Yes. Ich weiß gar nicht, ob es so weiterging, aber wahrscheinlich nicht. Ah, ein Aufzug. Na klar, der Ding Aufzug. Na Logo. Hightech. Oh, das sieht nach Pfeil aus. Aber du hast es nicht getan. Das wäre das ein Spoiler. Hey, könnte kostbar sein. Oh nein, jetzt. Das heißt jetzt. Okay. Hier fehlen uns zwei. Ich vermute mal, das ist jetzt hier das neue Ding. Und wir haben jetzt da auch wieder nicht. Oh Mann. Beim Erkunden des Sees der Neuen fanden wir diese schöne Galionsfigur. Möglicherweise ist sie das letzte Überbleibsel eines Abenteuerschiffs. Ob sie zwischen all diesen Wracks und Schätzen noch mehr zu finden sind? Vielleicht gibt uns Brock etwas Hacksilber für sie. Okay. Oh, wieder so ein Steinmännchen. Also ich sehe diese komische Pferde da vorne, ne? Hab ich schon gesehen. Lies. Diese Runen kenne ich nicht. Aber mit einer Schiffe könnte ich sie bestimmt lesen. Mit einer was? Ey, hier ist. Hallöchen. Oh. Ich war noch nicht bereit. Ich bin aber auch voll in der Steuerung noch nicht drin, Digga. Also wirklich, das war jetzt ein bisschen gemein. Was ist denn das hier? Nix. Ich bin da voll noch nicht wieder drin, ne? Das muss man mir jetzt mal kurz eingestehen. So. Oh, natürlich zwei von denen. Okay. Das wird witzig. Let's go. Da habe ich Bock drauf. Totenkopf, du hast keine Chance. Haha. You underestimate my power. Aber hallo, Bullwhip. Okay. Wichtige Frage. Heißt Totenkopf legit unmöglich oder nur sehr unwahrscheinlich? Also, ja. Ist es in der Theorie möglich? Ja, ein Hitkiller, das habe ich mitbekommen. Das habe ich jetzt dreimal mitbekommen. Meine Frage ist, können wir sie töten? Machen wir ihnen Damage?
früh gedodged. Warte. Ich will zumindest sehen, ob wir Damage machen. Und wenn ja, wie viel? Wenn das Spiel mir sagt, ich bin nicht bereit, möchte ich dem Spiel beweisen, dass ich bereit bin. Das Gefühlt war das mit dem Eisbier in Valhalla auch so. Das ist nicht ganz so krass. Okay, das war zu viel. Ja, ist ja okay, wir kommen später wieder, meine Güte. Mann. Also eigentlich habe ich da Bock drauf, aber da mache ich heute nichts anderes als gegen die beiden kämpfen. Habe ich das Gefühl. Eigentlich habe ich da echt Bock drauf. Hallo. Nur ein Ding hier. Werde gezwungen zu gehen. Komm, das ist ein bisschen. Schaff mal, danke.